Das sieht man, glaube ich, an meinem Lächeln, oder? Das ist so, das ist unerklärlich. Das ist einfach so ein genialer Fahrspaß. Beim Motorradfahren muss man hochschalten, runterschalten, man muss denken, das muss man hier nicht. Das ist leise, es gleitet einfach dahin und sobald ich irgendwie tritt, das muss man einfach gefahren sein. Was ist das Besondere an diesen Pedalen? Macht das besonders Spaß? Was löst das aus? Ja, man hat schon dieses Gefühl von Freiheit, dass man, als würde man Mountainbike fahren. Ne? Man tritt, man ist nicht so mechanisch wie auf dem Motorrad. Man kann auch einfach nach hinten drehen, sich ausbalancieren. Also ich finde, das hat ein sehr gutes Feeling von Fahrrad. Wie ist die Beschleunigung? Ja, Hammer. Also ohne Worte. Also man weiß ja sowieso, Elektromobilität ist sehr schnell im Anzug. Aber keine Angst, man kann es runterschalten. Man kann in den Eco-Betrieb gehen. Dort nimmt er das Gas oder sagen wir mal die Kraft nicht so, wird nicht so übersetzt. Man kann auf Sport gehen und wegziehen. Also ist schon, ich habe mir gerade die ganzen Gesichter der Leute angeguckt. Ja. Man müsste die Spiegel größer bauen, damit man die Gesichter sieht in Fahrzeugen. Das ist ja ein Elektrofahrzeug, hat deshalb auch keine CO2-Emissionen. Ja. Wie findest du das? Ja, ich finde das super. Also ist ja eh die Zukunft. Ne? Wir müssen weg von diesem Diesel, Benzin und allem. Und Elektromobilität ist, ja, dadurch, dass es natürlich sehr leicht ist und eine sehr weite Kapazität hat, finde ich super. Ich stehe da voll hinter. Du bist ja auch Vater. Ja. Warum ist es vielleicht für dich auch als Familienmensch wichtig, als Vater? Das ist ökonomisches, wegen der Zukunft der Welt. Wir werden ja nicht weniger, wir werden immer mehr und wir müssen dabei aufpassen, dass wir immer weniger zerstören. Und das tun wir hiermit, also wir zerstören weniger. Wie achtest du in der Familie darauf oder in der Erziehung der Kinder vielleicht auch ökologische Aspekte oder Nachhaltigkeit mit einzubringen? Naja, das fängt schon damit an, dass man sich seine eigene Tüte mit zum Einkaufen mitnehmen kann, weil ich finde es ja schön, dass diese ganzen Plastiktüten abgeschafft werden, aber auch Papiertüten kosten Bäume. Ja? Also auch da kann man einfach sagen, man tut irgendwas wiederverwerten. Ja? Und das fängt ganz klein an. Man kann natürlich ganz groß weitermachen mit ökologischen Fahrzeugen, Elektromobilität oder anderen Sachen. E-Rocket startet jetzt eine Crowdfunding-Aktion. Ja. Wie findest du das? Ich finde es super. Ich habe mich sofort, also ich bin dabei. Natürlich, Berlin ist sowieso die Stadt Entwickelns momentan, der Erfinder und ich finde, bei so einem hervorragenden Projekt von Anfang an dabei zu sein und mitzuerleben, wie es wächst, ich war ja schon bei dem ersten Modell mit dabei, ja, und das ist eine Riesenentwicklung. Und man kann natürlich auch Geld damit verdienen, also das darf man nicht außen vor lassen und man tut was Gutes.